Ja, herzlich willkommen, liebe Ina, Frau Dr. Ina Blas. Schön, dass du bei uns bist, dass du dir Zeit nimmst für unser ko-kreatives Wirkgespräch. Wie geht's da so in Innsbruck? Ach Peter, du siehst, ich bin braun vom Skitouren gehen. Super, sehr schön. Ich genieße die Zeit, die ich habe und die Natur. Okay, super. Ich kam jetzt gleich so zur ersten Frage und Ja? nachdem ich mich sehr interessiert, so auch von dich als Mensch noch besser kennenzulernen oder auch die Menschen draußen, die erste Frage: Was waren für dich die wichtigsten Stationen in deinem Leben? Puh, wahrscheinlich meine berufliche Entwicklung, weil meine berufliche Entwicklung war gleichzeitig eine persönliche Entwicklung. Ich Okay. mit jedem Beruf habe ich was gelernt. Ich war zuerst Krankenschwester. Da habe ich sehr viel Dankbarkeit von den Menschen bekommen, was mir gut getan hat. Dann habe ich Erziehungswissenschaften studiert. Das hat meinem Geist, meinem Intellekt gut getan. Ja. Okay, das für Ja, und dann bin ich. ja. Und dann bin ich in die alternative Ausbildung gegangen, habe Lebens- und Sozialberater-Ausbildung gemacht und Astrologie und humane Energetik. Ja, und das letztendlich arbeite ich jetzt mit der menschlichen Seele. Und das ist das, was, wo ich jetzt alle meine Fähigkeiten leben kann, ausspielen kann und was mir richtig Spaß macht. Super. Das hätte ich, wie ich angefangen habe zu arbeiten, hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal da ende. Kann ich mir vorstellen. Aber man spürt es auch, dass das deins ist, dass das so wirklich aus dem Inneren herauskommt. Ja. Mein nächstes Ding ist, wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar? Besonders dankbar bin ich dafür, dass ich überhaupt in dieser Welt sein darf, die jetzt an einem ganz entspannenden Kipppunkt ist. Wir haben da diese alte Welt belastend, dreidimensional, schwer, Probleme. Jetzt waren wir die letzten Jahre am Aufarbeiten, nicht nur ich, sondern auch die Leute, mit denen ich begegnet bin, denen ich helfen durfte, so auch du. Ja. Diese Aufarbeitungsphase und jetzt starten wir mit was Neuem. Und dieses Neue ist so sensationell, so komplett anders. Und dieser Wandel, dieser Umbruch, dieser Aufbruch, der passiert jetzt. Und in dieser Zeit, in dieser spannenden Zeit, darf ich da sein. Und das ist das, wofür ich dankbar bin, für die Anwesenheit zu einer Zeit, wie sie spannender nicht sein könnte. Ich kann nicht bestätigen, ja. Hat es irgendwas gegeben? Hat es irgendwelche, weiß ich nicht, sage ich mal, Lieblingsbücher oder Filme oder Sprüche oder Personen gegeben, die dich besonders geprägt haben oder die mir Impulse gegeben haben in eine bestimmte Richtung? Das waren zu viele. Okay. Wenn ich mir zum Beispiel unsere Freundschaft anschaue, Peter, was da inzwischen alles passiert ist und sich verändert hat, einer der letzten Menschen, die mich inspiriert hat, aber es war davor so viel anderes. Was soll ich da sagen? Das ist Ja, meine einzige Veränderung und Inspiration. nein. Ja, klar. Die Frage kommt immer nur bei mir, weil ich habe ja als Eisenbahner 35 Jahre lang nichts gelesen und irgendwann ist mir ein Buch zugefallen und das hat dann eine gravierende Wende eingeleitet. Darum könnte ja durchaus sein, dass irgendwas gewesen ist, also ein Impuls, der aufgrund Ja, eben bei mir eines. waren es seit dem 15. Lebensjahr Impuls auf Impuls auf Impuls auf Okay, Impuls. ja, alles super, ja, perfekt. Was lässt dein Herz höher schlagen? Das Lauschen auf meine Seele, das Lauschen auf die Seele anderer Menschen und meine Arbeit. Und dieses Lauschen auf die globale Veränderung. Es gibt viele Leute, die Angst haben vor Veränderung. Und bei mir ist es anders. Für mich heißt Veränderung, es kann was besser werden. Und das ist was, was du auch sehr gut kennst, Peter. Du hast auch keine Angst vor Veränderung. Na, definitiv nicht. Und das ist nicht so häufig. Und wir beide als Uriel wissen das. Ja, stimmt. Dass Veränderung immer ein spannender Prozess ist, wo sich Möglichkeiten auftun und man muss einfach nur schauen und dann die Möglichkeiten ergreifen. Das ist wie ein Riesenbuffet, das sich vor einem auftut, wo man sagen kann,
das will ich und das will ich und das schmeckt mir und das probiere ich jetzt aus. Definitiv, ja. Das kann ich nur bestätigen, ja. Ja, sehr schön. Und jetzt aufgrund deiner Erfahrungen, die du gemacht hast mit all deinen Tätigkeiten und vor allem auch jetzt speziell mit deiner Seelenarbeit, welche Botschaft hättest du für die Menschen da draußen so jetzt? Ja, die Botschaft ist ganz einfach. Lausch aufs Herz, weil das Herz ist das Organ, mit dem man die Seele wahrnehmen kann. Mhm. Lausch aufs Herz und lass das hinaufsickern bis ins Hirn und nimm das ernst, was du da nimmst wahr, was du da drinnen hörst im Herzen und dann nimm es ernst. Und dann ist das Herz nicht nur ein Wahrnehmungsorgan, sondern das Herz ist auch ein Organ, mit dem man arbeiten kann. Und zwar ist das Herz das Organ, mit dem man Liebe fühlen kann und Liebe umsetzen kann, Liebe machen kann, Liebe in Fluss bringen kann. Mhm. Und die Liebe ist das mächtigste Werkzeug, das ich kenne im ganzen Universum. Mhm. Das ist das Werkzeug, mit dem man für und gegen alles arbeiten kann. Also das Herz einsetzen, das Herz wahrnehmen, einsetzen und damit ganz konkret arbeiten, das ist was, ja, Ungewöhnliches, wo in unserer kopfgesteuerten, intellektuell lastigen Gesellschaft ja, was zu wenig beachtet wird, was zu wenig wahrgenommen wird. Die Leute unterdrücken ihr Herz zu sehr. Mhm. Mhm. So auf meine Erfahrung. Ja, okay. Und den Leuten zu zeigen, dass das Herz sehr kompetent ist und was man mit dem Herz alles machen kann. Okay, sehr schön. Und da möchte ich jetzt nur eins draufsetzen, weil du hast ja so unglaubliche Erfahrung, was jetzt mit Herz, die Seele so betrifft. Aber würdest du auch was geben, was du einer nächsten Generation weitergeben würdest? Ja, nimmst die kopfgesteuerten alten Hasen nicht ernst. Mach dir euer eigenes Herz. Danke, das hätte jetzt fast von mir sein können. Ja, super. Das ist sowas Wesentliches, ja, sehr schön. Wir leben jetzt in einer Zeit des Umbruchs, wo vieles neu ist. Und wem soll man glauben oder wem soll man trauen oder wie soll man unterscheiden an dem, was Neues, was falsch ist und was richtig ist? Und mit dem Kopf kannst endlos diskutieren und kommst nie zu einem grünen Zweig, was wahrscheinlich richtig oder wahr oder sinnvoll ist. Mhm. Und da gibt es ein Organ, das Herz, mit dem kannst du genau unterscheiden, was entspricht der Wahrheit, was ist lebensförderlich, was bringt dich in der Zukunft. Mhm. Und das ist etwas, wo man, dazu muss man aufs Herz lauschen und ein bisschen Übung haben, um zu merken, aha, Herz geht auf. Oder das Herz geht zusammen, oder aha, da reagiert mein Herz, oder das ist was, wo nur der Kopf reagiert. Mhm. Super, super. Ina, echt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich auch kennenlernen durfte, und das, wo diese Bereicherung dort jetzt schon die letzten Jahre ist, echt faszinierend. Was aber für mich jetzt nur ganz wichtig ist, ich sehe da bei dir im Hintergrund deine 5 Bücher liegen, und das würde heute zu weit führen, ja. Aber ich hätte gern und das jetzt große Lust, dass wir auch so ein Interview nochmals führen zu den Büchern. Wäre es in deinem Sinne, dass wir sowas machen? Ja, selbstverständlich gern, weil da steht was drinnen, was in anderen Büchern so nicht drinsteht. Und das ist was, ich habe das nicht geschrieben für mich, sondern für die Menschheit, ja, damit sie das lesen können. Ja. Also das war kein Englisch schreiben. Super. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir sowas machen. Das würde in einem Interview zu weit führen, aber wenn wir so zu den Büchern nochmal so ein Interview führen könnten, so ein Wirkgespräch, dass die Menschen sich wirklich auch was herausnehmen können, das wäre mir ein großes Anliegen. Gerne. Was ich sehr genieße, ist, dass wir nicht nur ein Gespräch auf Augenhöhe führen, sondern auch auf Herzhöhe. Ja, sehr, wow. Ja. Das ist jetzt gesessen, weil das ist ganz wichtig. Ja. Herzhöhe zu das ist spürbar, gell? Genau, ja, das war sofort eine Reflexion da, war sofort der Impuls da. Ja, Ina, ich bin echt sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast dafür, dass wir uns einmal ein bisschen plaudern, dass wir jetzt dann auch Menschen zeigen, mit wem haben sie da zu tun. Und
Wir werden uns nachher sicher noch unterhalten, wenn wir die nächsten Termine ausmachen, dass wir uns über die Bücher dann nochmal speziell unterhalten, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das, was ich da lernen durfte, aus dir heraus, aus diesen Büchern, dass das auch die Menschheit erfährt und dass die auch profitieren können davon. Und danke dir, Peter, dass du mit deinen Fragen das Wertvollste aus den Menschen herauskitzelst. Ja, sehr, sehr gerne. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten co-kreativen Wirkgespräche, speziell über deine Bücher. Vielen lieben Dank, Livina. Danke, Peter.